Heute gibt es was richtig Besonderes, eines meiner liebsten Videos. Aber diesen Monat gibt es was sehr Besonderes. Ich hatte es schon mal auf dem Schirm und in meinem ersten Bullet Journal benutzt. Okay, genug verraten, siehst du gleich selber. Ich würde sagen, willkommen zurück bei mein Bullet Journal. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es wieder rund um das Plan With Me. Meine neuen Seiten für den Monat Mai werden gestaltet und das sind wirklich eine meiner liebsten Videos auf diesem Kanal. Meine leeren Seiten aufzuschlagen und anfangen zu gestalten. Denn ich habe mir ein Motiv zurück in mein Bullet Journal gewünscht. Ich hatte es schon mal auf dem Schirm und in meinem ersten Bullet Journal benutzt, aber dieses Mal darf es wieder einziehen. Durch die letzten Videos, es sind wirklich eine Menge Inspiration hier geflossen, habe ich mir selbst nochmal Gedanken gemacht, welche Seiten brauchst du denn wirklich und wie muss das angeordnet sein? Da hat sich auf jeden Fall einiges getan. Ich habe versucht, so ein paar Sachen miteinander zu integrieren und es wird spannend. Schaut es euch an, sagt mir mal, was ihr davon haltet und ob ihr das auch schon mal so ausprobiert habt, Seiten zu sparen und die woanders hin zu integrieren. Siehst du gleich selber, ich würde sagen, lass uns direkt mit dem Deckblatt loslegen. Und wir legen auch direkt los. Diesen Monat freue ich mich wie wahnsinnig auf das Motiv. Ich habe das Ganze schon mal im letzten Jahr in meinem ersten Bullet Journal gehabt und habe das Motiv einfach so gefeiert und mich auch dieses Jahr so darauf gefreut, dass es in meinem neuen Journal einzieht. Heißluftballon steht so für ab in die Lüfte, dem Ganzen mal so ein bisschen entfliehen. Wenn wir es jetzt mal als Gedankenspiel nehmen, mal so richtig abschalten, alles von sich werfen. Damit das aber so richtig Spaß macht, verpasse ich hier meinem Deckblatt, meinem Heißluftballon, eine Menge Details. Ob das hier die kleinen Fähnchen sind an der Seite, die übrigens wahnsinnig einfach zu erstellen sind. Wenn ihr da mehr solche Tipps wollt für einfache Doodles, sagt mir mal Bescheid. Und natürlich macht zum Abschluss die Farbe meinem Heißluftballon hier nochmal ein total hübsches Design. Mit diesem farbenfrohen Look stimme ich mich auf jeden Fall auf den Mai schon mal ein und freue mich unglaublich, mit diesem Setup starten zu können. Erzähl mir doch mal unbedingt, welches Motiv du denn in diesem Monat für dein Bullet Journal gewählt hast. Ich würde sagen, der Mai kann kommen, mein Deckblatt ist ready und wir schauen uns mal die nächste Seite an. Meine Monatsübersicht wird in diesem Monat so ein wenig anders, denn ich habe ein paar von euren Kommentaren gelesen und wollte euch hier mal ein, zwei Sachen gerade in diesem Setup mit erklären. Aber erst, was kommt? Genau, die Deko. Und hier wird sich auch komplett das ganze Setup durch der Heißluftballon durchziehen. Gerade was die Verzierung angeht, bin ich da so voll in meinem Element. Hier ein paar Schleifchen, da noch ein paar Extras und mit Farbe. Ich liebe es. Lass uns jetzt aber mal dazu kommen, wie man denn so eine Kästchenübersicht machen kann für den Monat. Ich habe hier zum Beispiel 12 in der Breite und 15 in der Länge. 12 ist ein bisschen schwierig, um da wirklich 7 Kästchen für jeden Tag hinzupacken. Und dann runterwärts 15, das wird eine ganz schmale Nummer. Deswegen habe ich mich in meinem Setup dafür entschieden, die Wochentage einmal an die Seite zu packen und das Ganze einfach umzudrehen. So passen wunderbar 7 Tage untereinander und die 5 Wochen kann ich perfekt in den Kästchen aufteilen, um hier einfach noch genug Platz zu haben, um was einzutragen, ne? So passen sich die Kästchen hier wunderbar meinem Layout an. Das Ganze wirkt auf jeden Fall stimmig, natürlich auch, weil die Farbe wieder ins Spiel kommt und hier alles einfach so eine runde Sache wird. Um das Ganze aber jetzt noch mehr abzurunden, setze ich auch noch Farbe in die Kästchen meiner Tage und markiere das Wochenende nochmal in einer Extrafarbe, um hier einfach perfekt ein Layout in einem tollen Design geschaffen zu haben. Wir starten mit meinem Habit Tracker und der kommt mal in einem ganz, ganz anderen Layout. Dafür habe ich mir hier einige von den süßen Heißluftballons gezeichnet, die natürlich mit Verzierungen noch und nöcher noch ein bisschen dekoriert, um jetzt nämlich so eine tolle Technik zwischen Illustration und Tabelle zu nutzen. Dafür setze ich mir jetzt in meine Heißluftballons noch für was sie stehen, einmal Insta oder Blog oder ich, ziehe mir mein Datum an der Seite herunter bis zum 31. und verpasse jetzt meinem Heißluftballon eine lange Schnur bis runter zum 31. um jetzt eben in jeder Zeile ein kleines Fähnchen an diese kleine Strippe zu machen. Dieses Fähnchen steht eben für jeden Tag
Und wenn ich es ausmale, habe ich an dem Tag genau das erledigt und kann es tracken. Ich könnte jetzt sagen, das ist weniger Arbeit, als so einen Standard-Tracker zu schreiben und das Datum 100 Mal. Aber das wäre gelogen, weil die ganzen kleinen Fähnchen zu zeichnen, ist genauso viel Arbeit. Aber ich komme dabei einfach runter und entspanne und schalte ab. Und wenn ich es dann wie hier noch farblich dekorieren kann, läuft bei mir. So sieht meine Tracker-Seite diesen Monat aus und ich würde sagen, wir schauen uns mal die erste Woche an. Der Mai startet ja bekanntlich mit dem Freitag, deswegen habe ich einiges an Platz, bevor hier eigentlich meine Woche so wirklich startet. Und für die erste Woche habe ich deswegen den freien Platz genutzt, um hier mit einer Menge Deko rechts und links die Ziele für den Mai festzuhalten. Hier ist der Platz, an dem ich mal so richtig formulieren kann, was möchte ich erreichen, was möchte ich schaffen, und das gehört genau an diese Stelle. Um eben jetzt mit dem Freitag, dem ersten Wochentag, zu starten. Und schon bei dieser ersten Woche kommt es zu einer neuen Besonderheit. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, neben all der hübschen Deko und der farblichen Gestaltung, meinen Tag an sich noch mal ein bisschen effizienter zu gestalten, und deswegen setze ich in jeden Wochentag eine Zeitleiste. Hier, das habe ich euch in dem Homeoffice-Video schon gezeigt, werde ich festhalten, welche Stunden am Tag habe ich denn gearbeitet. Das kannst du auch nutzen, wenn du zum Beispiel zwei Farben nimmst. Eine Farbe für wann habe ich gearbeitet und vielleicht eine andere für wann habe ich gelernt. So behältst du hier einfach super den Überblick, und das zieht sich auch in die zweite Woche. In der zweiten Woche lasse ich hier mal ruckzuck die Tage nacheinander aufploppen und kümmere mich noch ein bisschen um die Deko. Denn besonders hübsch finde ich es, wenn hinter diesen Kästchen daneben zwischendrin einfach so ein paar Motive auftauchen und somit die ganze Seite so ein richtig cooles Feeling bekommt. Die zweite Besonderheit an meinem Wochenlayout ist, dass ich diesmal die schöne Momente-Seite weglasse und mir das in die Woche reinhole. Ich möchte einfach auf einen Blick in der Woche meine Momente, Dinge, die mir gut getan haben, in dieser Woche festhalten und nicht vergessen, vielleicht auf die Seite zurückzublättern. Ich glaube, wenn ich sie in der Wochenübersicht habe und mich auch noch kurz fassen muss, weil nicht so viel Platz, dann mache ich das erst recht und man vergisst es einfach nicht so schnell auszufüllen. Die nächste Neuheit habe ich dir in einigen Videos schon gezeigt und ab sofort ist sie auch ein fester Bestandteil in meinem Wochenlayout, die Ausgaben. Einmal festhalten, was ich in der Woche ausgegeben habe, und da ich momentan viel zu Hause bin mit dem Kids und im Homeoffice, kann die Spalte diesen Monat auch so ein bisschen kleiner sein. Hier geht es ja wirklich nur um die Einkäufe. Aber so eine Übersicht über seine Finanzen ist immer eine tolle Sache. Ich gebe dir hier oben mal noch ein i, wenn du da drauf klickst, dann kommst du zu dem Geldspar-Video mit Seitentipps für tolle Ideen, um deine Finanzen im Blick zu haben. Wenn du mich kennst, dann weißt du einfach, dieses Dekorieren und farbliche Gestalten und so ein bisschen aufhübschen ist genau meins. Wenn du mich da nicht kennst, hey, ich bin Yvette und sowas gibt es hier öfters. Hier geht's rund ums Bullet Journaling. Ob Seitengestaltung oder Hacks, innovative Ideen für dein Bullet Journal, hier gibt's eine ganze Menge. Und wenn du das nicht verpassen willst, lass gerne ein Abo da und gehör zu meiner herzlich kreativen Bullet Journal Truppe dazu. Ich freue mich auf dich. In meinen letzten Videos schon oft besprochen, Meilensteine. Dinge einfach mal ausformulieren, die man machen will, aber dann eben auch angehen. Und dafür tut es gut, wenn man so Zwischenziele hat. Ich habe euch ja schon mal gesagt, das ist so die Salami-Technik. Also man will etwas erreichen, aber man muss dafür gewisse Steps einfach vorher zu Ende bringen. Und genau dafür dient mir diese Seite. Mein Credo diesen Monat, ich möchte gerne aktiver auf Instagram werden und da einfach auch wirklich tollen Input für euch raushauen. Deswegen nehme ich mir mal vor, einen Post pro Tag rauszuhauen. Das ist aber gar nicht so einfach. Und die ganzen Heißluftballons, die ich hier zeichne, dienen mir jetzt dafür zu planen, welche Schritte dafür nötig sind, wie jetzt Content vorbereiten, filmen, Fotos machen, Texte schreiben. Und wenn ich das erledigt habe, dann ist es auch möglich, jeden Tag zu posten. Und dafür dient mir hier meine Meilenstein-Grafik, um hier den Überblick zu haben, wie weit ich denn bin. Wenn du mir übrigens noch nicht auf Instagram folgst, dann kannst du das auch machen. mein.bullet.journal. Ich freue mich, wenn du mich da besuchst. Jetzt interessiert mich natürlich, welche Seite war für euch hier die Lieblingsseite? Welche gefällt euch am besten? Ich verrate euch mal meine. Okay, es ist das Deckblatt. Ich liebe einfach Heißluftballons. Jetzt ist es raus. Schreib mir mal, was dir am besten gefällt. Ich hoffe, du hast ein paar Inspirationen auch für deine Seitengestaltung in deinem Bullet Journal finden können. Es sind ja einige meiner Hacks, meiner Tipps
hier auch in meiner Wochengestaltung gelandet. Lass mich jetzt gerne mal wissen, welches Motiv wird denn in diesem Monat deine Seiten schmücken. Ich freue mich, wenn du auch im nächsten Video wieder mit dabei bist. Wie immer Mittwoch und Sonntag, 15 Uhr. Bis dahin, bleib organisiert. Ich bleib's auch. Tschüss!